Ja, hallo zusammen. Neues Video, ein kurzes Video heute. Ich war jetzt eine Woche im Urlaub und dementsprechend viel habe ich gerade zu tun. Ich bin jetzt hier gerade, ich mache für die Stadtbienen in der Bienenbox den Imkerkurs. Und viele von euch werden jetzt sagen, hey, Bienenbox, wie passt das zu einer Erwerbsimkerei? Ja, mei, es ist halt Imkern. Oder Bienenhaltung, ist ja im Prinzip, kann man eigentlich im Wesentlichen sagen, oder ist zumindest meine Meinung, prinzipiell mal, wenn es um das Überleben von der Honigbiene geht, Magazin unabhängig. Also ich denke, ich kann in fast allem Bienen halten. Und jetzt mache ich ja, wie gesagt, schon ein paar Jahre für die Stadtbienen. Den Imkerkurs, da hatten wir jetzt gerade den Praxisteil, Bienen füttern voll uns und Ameisensäurebehandlung. Ja, gut, ich meine, es ist halt wirklich ein System, wo ich extensiv Bienen halt, ne, wo ich Freude habe am Zeigen und Schauen und jetzt nicht der Honigertrag einfach im Vordergrund steht. Aber mein, für mich hat es natürlich auch seine Berechtigung. Und wir haben auf jeden Fall immer hier in den Imkerkursen viel, viel Spaß miteinander. Man muss sagen, es ist wirklich sehr abwechslungsreich, sehr nah dran. Und ja, mir macht es einfach Spaß. Und sonst würde ich es auch, wie gesagt, nicht machen, weil man muss sich zeitweise schon ein bisschen die Zeit aus den Rippen schneiden. Aber wie gesagt, darum sind wir nicht hier. Ich wollte euch noch zwei, drei Fragen beantworten. Also zum einen Meisterarbeit. Ja, ich bin dran. Ich wollte eigentlich im Urlaub was machen, hab's aber, ja, hat sich nicht ergeben einfach. War dann doch eher mehr Urlaub noch und es war auch schön so. Dann war dann noch, oder ist die Frage mit dem Einfüttern, ob ich auch zu viel einfüttern kann, haben viele gefragt. Und ja, das kann ich. Also ich kann Bienenvolk auch überfüttern. Ich meine, da passiert im Wesentlichen dann Folgendes, dass das Brutnest natürlich leergeräumt wird und da das Futter reinkommt. Und dann habe ich natürlich irgendwo ein Problem, ne, in der Volksstärke, in der Überwindungsfähigkeit von dem Bienenvolk. Und deshalb ist es eigentlich, sollte man da schon drauf achten. Also ich habe jetzt hier auch im Praxisteil gesagt, lieber füttere ich 2 Kilo weniger und schaue dann im März noch, wie ich das Futter in das Volk bekomme. Also wie dass ich jetzt, wenn ich mir nicht sicher bin, zu viel fütter. Im Zweifel mache ich es auf, schaue nach, wiege es. Aber das ist eben gerade für Anfänger, die sich da nicht sicher sind, relativ schwierig. Und deshalb habe ich da ganz klipp und klar gesagt, lieber schaue ich im März nochmal, wie ich das fehlende Futter dann ins Volk bekomme, als dass ich da jetzt wirklich zu viel reinhaue. Ameisensäurebehandlung, ja, bei mir daheim im Betrieb steht es jetzt demnächst auch an. Wahrscheinlich werde ich am Montag oder am Dienstag nochmal eine Kontrollrunde fahren, mir den Milbenfall anschauen und dann weitere Schlüsse ziehen. Dann war noch der Wunsch nach einem Video übers Füttern. Kommt auch noch. Ich war jetzt, wie gesagt, ja, die Woche nicht da. Ich arbeite dran, bin da jetzt auch wirklich gerade ein bisschen eingespannt, weil wir ja auch noch Biomoschtopst ernten. Und ich eigentlich gesagt habe, bei den Preisen, wo sie zuerst ausgerufen haben, da halte ich mich mal noch zurück. Aber jetzt sind die Preise wohl doch schon überraschend interessant, so dass ich da was machen werden wollen würde gerne nächste Woche. Und dann eben die Bienenvölker noch nebenher, also die nächsten 1-2 Wochen vielleicht ein bisschen sportlich. Aber wie gesagt, auch das werden wir hinbekommen. Ja, ansonsten bin ich eigentlich echt zufrieden dieses Jahr mit den Bienenvölkern, wie die sich jetzt dann doch noch entwickelt haben in der Einwinterungsstärke. Auch wenn man das noch nicht wirklich abschließend sagen kann. Aber da bin ich, wie gesagt, sehr zufrieden. Ich zeige euch das dann auch noch mal sicherlich abschließend in einem Video. Ja, ein Thema war ja auch dann nochmal, oder
Eine Frage, die ich jetzt auch dreimal, glaube ich, gelesen hatte, war meine in dem Video mit meinen Begattungseinheiten. Ich verlinke es euch hier nochmal. Habe ich ja gesagt, ich lege da so Gras, Strohzeug auf die Blechdeckel, dass die nicht so heiß werden, ob das wirklich was bringt. Und ja, es bringt wirklich was. Also allein, wenn man die Hand da hinlegt, ohne Blechdeckel verbrennt man sich, also ohne Gras verbrennt man sich die Hand auf dem Blechdeckel. Unterm Gras ist es einfach deutlich angenehmer. Zum anderen lagern die Bienen auch nicht so vors Flugloch, was ja auch ein Zeichen ist, dass es ihnen zu warm sein kann. Also das bringt nach meiner Überzeugung auf jeden Fall was. Dann haben wir jetzt dieses Jahr viele auch geschrieben, dass sie in den warmen Temperaturen mit dem Nassenhalter Professional Probleme haben, dass er zu viel verdunstet hat. Ja, auch das kann man sagen. Bei mir hat er ja auch deutlich mehr verdunstet im Schnitt. Also jetzt nicht so, dass ich da groß Bienenschäden festgestellt habe, aber schon deutlich mehr. Und ich kann mir das schon vorstellen, dass, wenn ich jetzt vielleicht einen etwas schwächer isolierenden Deckelaufbau habe wie ich, wobei meiner jetzt ja auch nicht so mega isolierend ist, da ist ja nur diese 5 cm Luft in diesem Nikofütterer, dass man da vielleicht größere Probleme hatte. Zweifellos, ja. Allgemein ist es sicherlich ein schwieriges Jahr dieses Jahr mit der Ameisensäurebehandlung im August gewesen. Entweder es war zu heiß oder es war zu kalt oder die Temperatursprünge waren einfach in der Behandlungsperiode extrem hoch, dass eben der Nassenhalter in den kühlen Nächten die Schale voll getropft hat. Dann ist ein heißer Tag gekommen, es ist einfach relativ schlagartig alles verdunstet. Ich habe eine Überkonzentration gehabt. Das ist dieses Jahr sicherlich das Problem beim Nassenhalter Professional gewesen. Das kann man schon so sagen. Aber in allem, glaube ich, bin ich jetzt über die Jahre mit dem System immer noch überzeugt und werde das sicherlich auch noch beibehalten. Wobei ich jetzt ja auch in diesem Jahr zum ersten Mal die totale Brutentnahme im wirklich größeren Stil gemacht habe. Und das hat mir auch außerordentlich gut gefallen. Vor allem, wie sich die Völker dann doch noch mal entwickelt haben. Also ich verlinke euch das Video hier mal. Also das ist sicherlich was, was ich in den nächsten Jahren intensiv ausprobieren werde, weil für mich das einfach eine tolle Methode ist, um Bienenvölker spät zu vermehren und gleichzeitig die Varroa-Behandlung zu machen, ohne Ameisensäure, also ohne die möglichen riesigen Gefahren und sonst was. Also das ist auf jeden Fall was, was ich, wie gesagt, wirklich weiterverfolgen werde. Werde da wahrscheinlich deutlich nochmal meinen Bestand an Zargen und Böten und so aufstocken. Wobei ich bei Böten sowieso auf den Berufsimkertagen da jetzt endlich mal schauen möchte. Ich würde da eigentlich ganz gerne auf die Nico 10er Böden wechseln. Also wenn da einer Erfahrungen hat, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Bisher habe ich einen hohen Boden, das wäre dann ein flacher Boden und der wäre aus Kunststoff. Aber ich habe einfach über die Wanderungen immer wieder Böden, wo kaputt gehen, wo reißen, wo auch faulig werden und undicht sind. Also das wäre für mich wirklich eine Überlegung. Da mache ich ja jetzt schon, knapp ein halbes Jahr dran rum. Ich meine, prinzipiell bin ich gegen Kunststoff nicht so der Freund, sondern würde eher natürliche Materialien nehmen. Aber wie gesagt, der Nikoboden, der gefällt mir wirklich. Also schreibt mir da wirklich gerne eure Erfahrungen, wer welche hat, in die Kommentare. Ja, wenn euch das Video gefällt, wieder gerne einen Daumen nach oben. Und ich bin echt begeistert, wo ich jetzt nach einer Woche im Urlaub wieder geschaut habe, wie der Kanal sich entwickelt hat. Also vielen Dank euch, dass euch das so interessiert und dass ihr mich mit dem Daumen nach oben und dem Abo auch unterstützt. Das freut mich wirklich und ich hoffe, dass ich da auch eure Erwartungen zukünftig erfüllen kann. Also bisher macht es mir Spaß. Ich mache das, wie gesagt, ja gerne. Und ja, jetzt waren wir mal hier bei den Bienenstand, da haben wir das mal gesehen. Es gibt sicherlich noch das ein oder andere
interessante, wo ich euch zeigen kann. Wenn ihr da Wünsche habt, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Alles kein Problem. Wir schauen, was wir machbar machen. Ich hoffe dann, dass ich jetzt dann endlich mal die Meisterarbeit verfilmt oder im Film verarbeitet bekomme, endlich, dass ich da auch die Wünsche erfüllen kann, die ihr habt. Und wie gesagt, warum sollt ihr da nicht von dem Wissen profilieren? Ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Man kann da sicherlich auch kontrovers drüber diskutieren, über das Ergebnis. Aber da kann sich dann ja auch gerne jeder im Nachgang seine Meinung machen. Also ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg, viel Spaß. Und ich werde jetzt mal hier zusammenpacken, endlich mal bei meinen eigenen Bienenständen noch mal eine kleine Fahrt machen, noch mal schauen, wie es da aussieht, dass ich mir einfach so ein bisschen ein Bild machen kann, wie ich dann am Montag in die Woche starte, mit welchen Arbeiten. Und wünsche euch alles Gute, bis demnächst. Tschüss, ade.